So, jetzt zeige ich euch mal die Zutaten, die wo wir unser Fitnessfrühstück benutzen. Das ist einmal Geflügelwurst, eigentlich egal welche ihr da benutzt. Ein bisschen Lauchzwiebeln, ein paar Pilze, Champignons, was Frisches rein, Tomaten, zwei Eier und kaltgepresstes Kokosöl. Ist besser wie herkömmliche Butter oder Margarine. Finde ich halt besser. So, Leute. Als erstes benutzt ihr Kokosöl. Die Kamera macht ihren Autofokus nicht richtig. Das will irgendwie nicht so. So, jetzt. Und zwar Kokosöl kaltgepresstes. Da nehmt ihr mal so einen Teelöffel. Macht das in die Pfanne rein. Sehr geiles Öl. Schmeckt auch richtig nice. So, als nächstes schnibbeln wir unsere Champignons, Pilze oder egal was ihr dazu machen wollt. Hauptsache immer so zwei Hände voller frischen Obst und Gemüse, was ich da immer rein mache. Wenn es morgens schnell gehen muss, zeige ich euch nächstes Mal auch nochmal meinen Special Shake, den ich mir morgens immer mache, falls keine Zeit mehr bleibt. Aber jetzt heute haben wir ein bisschen mehr Zeit. Und dann haben wir schon mal hier die Champignons. Dann suche ich mir noch ein, zwei Tomätchen raus. Machen wir mal vier Tomaten. Schneide ich meistens nur einmal in der Hälfte durch, dass sie noch schön knackig sind. So. Und natürlich unsere Lauchzwiebeln. Schmeiße ich auch alles direkt in die Pfanne rein. So, dazu kommt auch direkt unsere Geflügelwurst. Wie gesagt, hier, das ist jetzt so ein Geflügelquartett, der glaube ich aus dem Penny oder im Kaufland ist. Und den schnippel ich einfach jetzt gerade klein, dass ich auch schön viel Eiweiß noch mit dabei habe. So, und das kommt auch noch mit dazu. So. Ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze bis jetzt schon mal aussieht. Das sieht jetzt so aus. Eine richtig lecker, sieht echt gesund aus. Sehr lecker. So, servus Leute, ich lasse das jetzt ungefähr so 3 bis 4 Minuten auf höchster Stufe ein bisschen zischen. Bis das alles ein bisschen richtig knackig wird. Und dann schmeiße ich meine Eier dazu und dann zeige ich euch, wie das Endresultat aussieht. So Leute, ich habe jetzt das Endresultat. Ich habe jetzt noch zwei Eier dazu gemacht. Oben am Schluss mit ein bisschen Petersilie. Das Ganze verfeinert. Also sieht wirklich richtig lecker aus. Es ist ein richtig gutes Fitnessfrühstück, hat gut Eiweiß. Geht schnell. Also wenn ihr wirklich mal so eine halbe Stunde Zeit habt, bevor ihr auf die Arbeit müsst morgens oder es ist Samstag oder Sonntag morgens, überrascht eure Freundin damit oder belohnt euch selbst damit. Es ist echt was Gutes. In den nächsten Videos zeige ich euch nochmal, was ihr so Mittagessen machen könnt, was da gesund ist für euer Fitnessleben. Das macht halt 80% aus. Und mein Lieblingsshake zeige ich euch noch. Ein richtig geiler Shake. Könnt ihr drauf gespannt sein, den ich mir morgens immer reinziehe, wenn ich es wirklich eilig habe. Und er dauert nicht länger wie 8 Minuten. Es ist echt eine schnelle Sache. Er hat sehr viel Eiweiß. Und es geht schnell. Ihr könnt das mitnehmen. Ihr könnt euch das vorbereiten. Auch als Ersatzmittagessen. Hauptsache, ihr habt euer Eiweiß drin, das ihr auch benötigt für euer Training. Viel Spaß beim Ausprobieren meiner Rezepttipps und ich werde mir jetzt erstmal mein leckeres Fitnessfrühstück reinziehen. Ei mit Tomaten, Pilze, Kokosöl, Geflügel und Tomaten. Guten Appetit, meine Freunde!